Hallo und willkommen zurück bei World of Warcraft. Ich habe jetzt den Flussfläzer mir selber noch nicht geholt. Wir probieren das jetzt nochmal zusammen. Jawohl, ich habe mir dafür Elixier des Wasserwandelns besorgt. Und ich hoffe, ich darf jetzt nur keinen Schaden irgendwie bekommen. Wir werden jetzt auf jeden Fall den Weg ein bisschen mitgehen. So wie wir es in der letzten Folge gemacht haben. Ich habe versucht, eben den Weg ein bisschen freizuräumen hier von bösartigen Mobs, damit ich jetzt hier keinen Schaden groß bekomme. Und ich hoffe, dass... Oh Gott. Ich hoffe, das flucht. Ja, mit dem Elixier des Wasserwandelns. Nee. Ne, war. Da hätte ich ja auch vielleicht ein bisschen eher drauf kommen können. Aber gut. So. Jetzt geht's noch hier hoch. Da hinten kommt ein Frosch. Das ist nicht gut, dass da ein Frosch kommt. Okay, nicht ablenken lassen jetzt. Einfach weiter reiten, einfach weiter reiten, einfach weiter. Ja! Alter! Ja, ja. So ein nobles Tier, ey. So, also, ne? Wisst ihr Bescheid? Entweder ist das auf jeden Fall der Weg, der auch ohne Wasser wandeln gehen sollte, oder ihr holt euch einfach ein Elixier des Wasserwandelns. Geschafft, ey. Ich mach drei Kreuze. So, was jetzt alles noch? Hier sollen wir Blitzbeutel holen. Da brauchen wir noch Streunerblut. Okay. Ich habe ja jetzt hier völlig die Orientierung verloren. Diesem doofen Flussfläzer-Dingen. Da ist noch eine Quest. Ja, dann gucken wir da erstmal hier bei der Quest. Ne? Ziehen erstmal schön Aggro und so. Ja, ist ja gut, ey. Mann. Ja, und in Ashran habe ich die Quest abgegeben, wo wir da mit den Bauplänen hin sollten. Da ist dann aber auch nichts weiter Spannendes passiert. So, was hast du denn? Staub der Toten. Ich dachte, wenn ich ihn nur hierher brächte, dann könnte ich seine Verfehlung gegenüber dem Licht ungeschehen machen. Dann könnte ich meinen Sohn vielleicht retten. Doch jetzt ist mein geliebter Arumel nichts anderes als ein verzerrtes Trugbild. Jetzt bleibt mir nichts anderes, als meine Fehler wieder gut zu machen, und dafür brauche ich eure Hilfe. Bringt mir bitte etwas Dämmerschwingenstaub von den Motten der Abendlichtinseln. Mit eurer Hilfe brauche ich ein Elixier, das uns erlauben wird, ins Reich der Toten zu reisen und Arumel zur letzten Ruhe zu betten. 7 Handvoll Staub. Aha. Lasst stets barmherzig. Arunenheilmittel. Ich brauche eure Hilfe, ein Elixier zu mischen, mit dem wir uns ins Reich der Toten wagen können. Dazu benötige ich ein paar Früchte aus der näheren Umgebung. Ihr könnt Arunenbeeren überall auf der Insel finden. Bringt mir so viele, wie ihr tragen könnt. Doch seid gewarnt, esst sie auf keinen Fall roh. Das Gift der Beeren wirkt schnell und tödlich. Sammelt 60 Beeren. Ja, ich hatte eigentlich überhaupt nicht vor, irgendwelche Beeren hier von dieser giftigen Insel zu essen. Mal ganz ehrlich. Okay, aber das jetzt ist jetzt alles durcheinander, ne? Ist klar. Jetzt haben wir hier die Motten auf jeden Fall. Ja, ja, außer Reichweite. Ist ja super. Jetzt haben wir hier die Motten, die Beeren. Bei den Tigern muss ich dann auch noch gucken. Achso, und ich habe gesehen, in der Garnison, da sind einige Aufgaben wieder zu haben. Und da gehen wir dann auch hin. Unseren Flussfläzer wollen wir auch abgeben. Und da geht es dann irgendwie auch schon weiter mit den Tieren. Da bin ich sehr gespannt. Mit den Reittieren. Was wir da für Aufgaben kriegen. So, jetzt holen wir aber erstmal hier die Beeren. Und ein paar Motten nehmen wir auch mit. Da haben wir Beeren. Beeren. Es gibt so immer um die 11, ne? Okay. So, hier, du Motte, komm mal her. Dankeschön. Wer noch? Du, ne? Du sitzt doch da so günstig, hör mal. Du ahnst noch nichts Böses.
Ja. Alexier des Wasserwandelns. Hätte man auch gleich drauf kommen können. Kann ich hier noch mal irgendwie ein paar Beeren haben? Oder ein paar Motten? Wo sind denn alle? Ah, hier. Motten. Alter, hier hinten, das blinkert aber, ey. Wie der wilde Watz. So, da brauchen wir dann noch eins. Okay. Ja, dann würde ich sagen, die Motte hier noch und die Beeren, dann müssten wir es schon haben. Bierchen. Bereit zur Abgabe. Ja, wunderbar. Wunderbar. Hier waren die Blitzbeutel. Nö. Nö, jetzt nicht. So, meine Liebe, habe ich dir hier deinen ganzen Kram besorgt für dein Elixier? Möge eure Familie gesegnet sein. Ja, meine Familie wird sowas von gesegnet sein. Was hast du denn als nächstes? Arumels Ruhm. Meine Aufgabe ist zu sehen, was andere nicht sehen können. Ich bewahre die Erinnerungen anderer und gebe sie für die wieder, doch aufgrund meines Sohnes kann ich das nicht mehr. Mein Sohn hat sich vom Licht abgewandt. Als er verschied, war mir der Gedanke unerträglich, dass sein Geist in Auchindun nicht willkommen sein könnte. Also griff ich ein und sperrte ihn hier ein. Er verzerrt und quält die Erinnerung bis zur Unlesbarkeit. Ihr müsst das vollbringen, was ich nicht konnte. Verwendet dieses Elixier und dringt in das Geisterreich vor und vernichtet den Geist meines Sohnes. Was kriegst du da? Oh, da kriegst du aber was Besseres. Den Pfad des Lichts. Ja, okay. Dann, ja, runter mit dem Scheiß. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Ein Haufen verzerrte Erinnerung. Wo ist denn der Kerl? Warum mal da hinten? Gut, Speak, komm. Ohne dich gehe ich nicht. Okay, irgendwo hier. Da, und da ist doch auch irgendwas Schönes. Lichtbringer, Trash-Item. Ja, okay. Trash? Ach, da haben wir ihn doch. Da ist er doch. Ja, komm her, Gutsbig. Auf ihn mit Gebrüll. Wie schwer kann das schon sein, ne? Schmeißen wir hier die Wächterkugel an. Ach Gott, der ist ja gleich schon oben. Ach, herrje. Ach, ja. Das ging ja mal flott. Hat hier irgendwie ein Portal oder sowas gemacht? Kann ich aber nichts mit anstellen. Okay. Schade eigentlich. Ja. Okay, dann müsste ich jetzt... Kann ich jetzt hier raus aus der Geisterwelt? Oder muss ich sie in der Geisterwelt treffen und abgeben? Ja, mal gucken. Ich gehe jetzt erstmal so hin. Ja, ich habe Akku. Ach, guck mal, ich kann auch in der Geisterwelt abgeben. Kann ich mal die Akku loswerden? Das ist ja... Ja, oh, kommt doch alle. Ja. Ihr mich auch. Ihr mich... Wie jetzt? Betäubt schon mal gar nicht. Gutsbeck, mach was. Guck dir das nicht an, wie ich hier gehauen werde. Das ist ja unfassbar. Ey. Ich werde hier sterben in der Geisterwelt. Oh, ich habe wieder keinen Gesundheitsstein. Ich sollte mir das wirklich angewöhnen. Nimm das. Ja.
Oh, komm, ey. Fall um. Mein Gott. So. Hier jetzt. Habe fertig. Das Glück sei mit euch. Ja, das so wäre besser hier, wenn das Glück mit mir ist. So, die Handschuhe will ich doch gleich haben. Danke dir. Ja, wie jetzt? Mehr hast du nicht, oder was? Ach ja, Kind. Du bist ja langweilig. Müssen wir jetzt die Blitzbeutel noch machen? Ah, okay. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal zurück in Lückeharnison. Ich will nämlich das Flusspferd abgeben. Und dann mal gucken, was die da für spannende Sachen für mich haben. So, Tachchen, ihr Lieben, daheim. Läuft hier alles fluffig? Ich hoffe doch, ne? Ja, ja, hier ist einiges los. Und hier sind ordentlich Aufgaben für mich. So, jetzt gehen wir erstmal den Fläzer ab hier. Genau. Seid vorsichtig. So, und dann hat sie Talbuk-Ausbildung Rakiri. Wir werden mit der Ausbildung eures Talbuks gleich hier in den eisigen Ebenen des Frostfeuergrad beginnen. Er braucht eine strenge Ausbildung, sonst wird er sich vielleicht in der Hitze des Gefechts erschrecken und davonlaufen. Findet in den gefrorenen Ebenen den großen Blutsauger Rakiri und erledigt ihn vom Rücken eures Talbuks aus. Dadurch gewöhnt er sich an Kampfeinsätze. Tschüss. Ja, dadurch gewöhnt er sich an Kampfeinsätze. Du hast doch auch noch was, genau. Friede. Genau, Eberausbildung Sichelklaue. Der Eber ist auf den felsigen Ebenen von Gorgron zu Hause. Das sollte es etwas einfacher machen, ihn auszubilden. Wir starten auf bekanntem Territorium, genau wie mit den anderen Tieren. Stellt euch mit eurem Tier dem Kampf gegen den riesigen Raptor Sichelklaue, dem schon viele Eber zum Opfer gefallen sind. Aha. Möge die ewige Und Grollhuf-Ausbildung Rakiri. Ist das derselbe Rakiri? Euer Grollhuf fühlt sich in seiner Heimat im Frostfeuer gerade im Wohlsten. Aus diesem Grund werden wir ihn dort auch mit der Ausbildung beginnen. Die eisigen Ebenen da draußen sind das Zuhause eines nach Blut und Tod dürstenden Wildtieres. Der geflügelte Schrecken Rakiri ist in der ganzen Gegend gefürchtet. Der Kampf gegen ihn wird ein guter Test für euer zukünftiges Reittier sein. Hä? Ist das jetzt derselbe Rakiri? Rakiri, Rakiri. Hä? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Okay, also da sollen wir dann schon mal so ein bisschen in den Krieg ziehen. Hier unten haben wir auch noch eine Aufgabe. Die ist wahrscheinlich jetzt gekommen mit Stufe 96. Exodus der Arakoa. Ich nehme an, ihr kennt die Arakoa, Kommandant. Ein Volk mächtiger, fliegender Vogelmenschen. Extrem feindselig gegenüber Eindringlingen. Bei manchen von ihnen sind die Flügel verkümmert, möglicherweise aufgrund einer Krankheit. Sie werden anscheinend aus der Gesellschaft der Arakoa ausgestoßen. Man sieht sie hin und wieder in vergessenen Ruinenhausen oder an den Straßen billigen Schmuck verkaufen. Es sieht so aus, als hätte die eiserne Horde die Arakoa durch ihr Eindringen in ihr Gebiet aufgescheucht. Die Ausgestoßenen fliehen in Scharen. Wir sollten mit ihnen Kontakt aufnehmen. Möglicherweise haben sie wertvolle Informationen. Sprecht mit Asik in den Spitzen von Arak. Cool. Kommen wir in ein neues Gebiet. Das ist ja sehr geil. Und hier ist irgendwas fertig. Das wird da gleich mal mitgenommen. Ein paar Aufträge. Oh, ja, 125. Um genau zu sein. ach, hier ist der Händler. Wo ist denn hier? Handelsaufträge. Wie kann ich euch helfen? Aha. Na, Grandfeilkelche. Hä? Wolltest du nicht beim letzten Mal Erze? Ach, du willst immer was anderes, oder wie? Kann das sein? Scheiße. Ja, ey, das, da kann ich jetzt ja, kann ich leider nicht mit dienen. Das ist ja doof. Ich dachte, die nimmt immer die Erze. Nee. Apropos hier.
Gib mal her das Zeug. Habe ich für dich denn gerade was, einstecken? Nö, ich habe keinen dränischen Stein. Den müsste ich jetzt erst abbauen, habe jetzt keinen Bock zu. Ich will hier hinten, da ist nämlich was. Da hat sich was aufgetan, nämlich hier beim Kräutergarten. Das ist ganz neu. Endlich. So, den Garten aufräumen. Diese Höhle hat das perfekte Klima, um darin Kräuter für unsere Garnison anzubauen. Es gibt da nur ein kleines Problem. All diese verdammten Knabbertiere. Ich möchte, dass ihr sie vertreibt, dann können wir damit beginnen, diesen Garten zu bepflanzen. Tötet 8 Frostwallknabberer. Wir sehen uns wieder. Ist die hier schon gleich? Okay. Da ist eine Daily beim Angeln. Also wir bestimmt wieder Eier holen. Was eine Tiefsee-Schluckaal. Wir müssen den Garnisonsteich mit einer Mischung Fischen bevölkern. Das hast du mir schon dreimal gesagt. Mark Jin möchte, dass ihr in den Spitzen von Arak die Eier von 10 Tiefseeschluckaalen einsammelt. Spitzen von Arak? Was? Angelfertigkeit um 15? Hä? War das vorher auch schon? Da war doch immer 5, oder nicht? Okay. Okay. Nehmen wir mal an.